أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته liebe Geschwister. Auch heute möchte ich über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen, über den Allah azza wa jalla im Koran sagt, und ihr habt im Gesandten Allahs ein vorzügliches Beispiel. Und ich möchte gerne genau darüber sprechen, warum er ein so vorzügliches Beispiel ist und warum wir es als Pflicht haben, einen Salawat zu sprechen, einen Segensgruß zu sprechen, wenn wir über den Propheten reden, wenn wir ihn erwähnen oder wenn wir allein über ihn nachdenken. So sind wir verpflichtet, einen Salawat auf ihn zu sagen. Und es heißt sogar, nur die Neider sind jene, die den Salawat nicht sprechen. Neider um die Stellung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen Salawat spricht, und es ist ein Zeichen des Mu'mins, dass er, wenn über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen wird, er diesen Salawat sagt und diesen Segensgruß ausspricht. Dieser Gesandte Allahs hat in einer Zeit gelebt, die gezeichnet war von Barbarismus, gezeichnet war von Unrecht und von Barbaren, und die viel Unrecht durchgemacht haben oder viel Unrecht ausgelebt haben. Ihr kennt die Zeit, sie haben ihre Töchter, die neu geboren wurden, haben sie lebendig begraben. Sie haben Astaghfirullah-Orgien gefeiert. Für sie war diese Würde nicht so hoch. Ja? Sie haben sozusagen Orgien gefeiert, haben getrunken und haben Spiele gespielt, also Glücksspiele. Und sie haben sich im Geschäft betrogen, und es gab kaum Moral und Anstand. Und in dieser Zeit lebte ein Prophet oder lebte ein Mensch wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ahsant. Und in dieser Zeit, unter diesen Menschen, unter diesen Bedingungen, hat sich dieser Mann einen Titel erarbeitet namens der Vertrauenswürdige. Al-Amin war sein Titel. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn man darüber nachdenkt, wie das heutzutage ist. Wir leben in einer Zeit, in der es relativ einfach ist, Menschen gewisse Sachen anzuvertrauen. Ja? Gewisse Menschen mit gewissen Aufgaben zu betrauen. Ja? So, man sagt irgendeinem Arbeitnehmer, ja, mach das mal. Fahr mal in die nächste Stadt, fahr mal in das nächste Land, mach mal die und die Arbeit, betreue mal so und so viel Geld, betreue mal das und das Geld oder das und das Konto. Weil das nachzuvollziehen ist oder nachzuverfolgen ist. Ja? Ich kenne Freunde von mir, die führen irgendwelche Konten für die Firma, für die sie arbeiten, wo es um Millionenbeträge geht. Und sie betrauen sie damit und vertrauen darauf, dass damit alles gut geht. So, und heute ist das so, dass man das Ganze ja nachvollziehen kann. Man hat die Personaldaten, kein Mensch kann irgendwie fliehen mit dem Geld. Ja? Und trotzdem ist das Vertrauen nur beschränkt. Und diese Menschen, die so viel Geld betreuen, würde man nie als Al-Amin bezeichnen. Kein Arbeitgeber sagt, ja, dieser Mitarbeiter von mir, das ist Al-Amin, das ist sehr vertrauenswürdig in unserer Firma. Deshalb haben wir denen das Konto gegeben und er vertraut darauf oder der passt darauf auf und verwaltet das. Nein, der macht das doch nur, weil er ganz genau weiß, der kann damit nichts anderes anfangen. Ich weiß ganz genau, dass er damit nichts anderes machen kann. Er kann ja nicht mal eine Überweisung tätigen auf irgendein fremdes Konto. So viel dazu. Aber in der Zeit, die ich eben gerade beschrieben habe, war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als Al-Amin bekannt. Er hat damals zum Beispiel Karawanen für die Händler betreut, die sehr, 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 sehr hohen Wert hatten. Er hat viele Kamele zum Beispiel von A nach B gebracht. Und damals gab es keinen Personalausweis, ja, dass man sagen kann, ja, eine Kopie möchte ich aber gerne hier haben, damit ich weiß, wo ich dich dann finde. Nein, sie wussten, das ist Muhammad ibn Abdullah, das ist der Vertrauenswürdige. Und ohne irgendwelche Sicherheiten etc. haben sie ihm diese Karawanen gegeben und er hat sie von A nach B gebracht, weil er der Vertrauenswürdige war. Diesen Titel muss man sich überhaupt erstmal erarbeiten, und dann in so einer Zeit erarbeiten, wo niemand niemandem getraut hat. Nicht mehr der Vater seinem Sohn vertraut hat. So viel dazu. Das war vor der islamischen Zeit, hat er diesen Titel gehabt. In der Zeit des Islams war es so, dass er diese Eigenschaft weiter innehatte. Zum Beispiel als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von seinem Onkel Abu Talib aufgesucht wurde und sagte, ich bin alt geworden, ich kann diesen Druck nicht mehr aushalten. Unterhalte dich doch mit denen, sie werden dir sonst etwas antun. Schau, dass du mit denen einen Kompromiss schaffst.
Und sozusagen haben dann die Mekkaner dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeboten und sagten, beziehungsweise sie haben es seinem Onkel gesagt und sagten, sag ihm, wir werden ihm die Schlüssel zur Kaaba geben. Wir geben ihm so viel Geld, wie er möchte. Wir geben ihm alle Machtstellungen in Mekka. Nur er soll von dieser Sache aufhören. Er soll mit dieser Sache aufhören. Er soll davon ablassen. So. Und als dann Abu Talib zurückging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und ihm das sagte, das Angebot, sozusagen, dass Abu Sufyan komplett aufgab. Er sagte ihm, ich gebe ihm alles, die Schlüssel zur Kaaba, so viel Geld und Gold, wie viel er will. Die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war nicht etwa, naja, ich weiß nicht, also mir gefällt der Islam viel besser. Oder nein, das ist so, das ist die Wahrheit, damit kommt man ins Paradies. Seine Antwort, warum er es abgelehnt hat und wie schön er es abgelehnt hat, er sagte, und wenn sie mir den Mond in meine rechte Hand und die Sonne in meine linke Hand geben, ich werde von dieser Botschaft nicht ablassen. Schaut mal die Begründung, warum er sagte, ich werde damit nicht aufhören. Er sagte, denn sie ist nicht von mir. Ist eine Amana von Allah, ist ein anvertrautes Gut von Gott, wie kann ich denn damit so umgehen? Das war die Begründung. Nicht etwa, ja, das ist die Wahrheit und damit kommen die Menschen ins Paradies und ich möchte hier recht leiten. Nein. Seine Antwort, auch wenn das wahr ist, auch wenn das die Wahrheit ist. Aber seine Antwort war, das ist nicht von mir, das ist eine Amana von Allah. Also eine Sache, über die ich hüten muss, die ich behüten muss und kann ich nicht aufgeben, für egal welche Güter man mir sozusagen gibt. Und diese Eigenschaft, diese Vertrauenswürdigkeit wäre so wunderschön in der heutigen Zeit. Wie oft hören wir das, dass manche Menschen, die nicht glauben, also keine Religion haben, dann sagen, ja, die Religionen sind ja schuld daran, dass wir Kriege haben. Die Religionen sind ja schuld daran, an dieses, das ganze Übel, was wir in der Welt haben. Wenn du diese dann fragst, ja, wo hättest du denn sonst Moral und Anstand gelernt? Dann sagen sie, ja, hätten die Menschen auch so schon langsam gelernt. Oder hätten sie sozusagen irgendwie doch schon entwickelt. Wir sind ja entwickelte Menschen. Schau mal, zu was wir alles in der Lage waren in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ja, was man für Errungenschaften in der Wissenschaft hatte, etc. Doch die Tatsache ist, wenn wir uns doch gerade umschauen, wie viele Betrugsfälle es heute noch gibt. Und ich rede nicht von irgendwelchen Kriminellen, die schlecht angezogen, schlecht riechen und schmutzig sind im Gesicht, die man irgendwie aus Filmen kennt. Nein, ich rede von Betrügern, die im Anzug sitzen und Milliarden von Euros dem Staat wegnehmen, ja, oder Steuergelder, die uns halt dem Volk gehören. So, ne? Googelt mal die Cum-Ex-Fälle. Das ist unglaublich, was für eine hohe Summe dort Menschen in Anzügen mit ja, Akademiker, weil das waren ja Akademiker alle, ja, das sind hochpositionierte Menschen gewesen, wie viel Geld sie veruntreut haben. Diese verkommene Gesellschaft will uns erzählen, sie braucht keine Religion. So, das ist das Witzige. Deshalb, wenn man sagt, oder wenn der Koran sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein vorzügliches Beispiel ist, dann ist das zum Beispiel ein Beispiel dafür, oder ein Grund dafür, dass man ihn als vorzügliches Beispiel nimmt. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben ihn als Barmherzigkeit für die Menschen gesandt, dann ist das der Grund, weil er die Urquelle allen Gutes ist. Von allem, was man an moralischen Werten schätzt, so findet ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Quelle von dem ist. Zeigt mir irgendeinen Menschen, der in irgendeiner Eigenschaft besser war als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in seiner Moral und in seiner Anstand. Ihr werdet keinen finden. Nicht mal unter der Eimer, natürlich nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist die Spitze allen Gutes. Ihr dürft gerne Salawat sagen. So viel dazu. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu seiner Demut. Es ist bekannt, dass er ein sehr demütiger Mensch war, auch wenn er diese hohe Stellung in der Gesellschaft hatte. Er war respektiert vor dem Islam, in der islamischen Zeit. Und trotzdem, wenn er jemanden sah, hat er immer zuerst gegrüßt. Wir wissen, dass er sagte, das Grüßen hat 70 Hasanat. 69 gehen auf den, der zuerst grüßt, und eins bekommt derjenige, der antwortet. Und es ist überliefert, dass niemand, oder beziehungsweise die Menschen haben versucht, ihm zuvorzukommen, ihn zuerst zu begrüßen, und niemand hat es geschafft. Immer wieder war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam derjenige, der auch klein und groß zuerst begrüßt hat. Und vielleicht sollten wir das versuchen, auch bei uns einzuführen, dass man nicht darauf achtet, ja, warte mal, der ist jünger, der soll mich zuerst grüßen, oder in irgendeiner Weise versuchen, seine Autorität und seine Stellung damit zu heben, dass man sagt, ich wurde begrüßt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist so ein weltliches Gut. Du sagst ja schon Salamu alaikum, du sagst ja einen islamischen Gruß. Ja, warum mischst du das mit irgendwelchen weltlichen Erstrebungen oder Bestrebungen, dass du sagst, ja, ich möchte damit respektiert werden? Ich meine, wenn du schon islamisch grüßt, dann mach das doch so, dass du auch auf den Lohn islamisch
sozusagen achtest und sagst, ja, ich möchte die 69 der Hasanat. Ich möchte als demütiger Mensch vor Allah gelten und nicht als jemand, der sich extra besser begrüßt wird. Oder es ist überliefert, und ich will das immer wieder erwähnen, egal wie oft das erwähnt wird, es ist völlig egal. Es soll so oft erwähnt werden, bis das in die Köpfe von jedem Menschen reingeht. Zum Beispiel, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Moschee saß, so saß er ganz gewöhnlich dort, wo auch alle anderen saßen. Er hatte nicht extra einen Platz für sich auserkoren, wo er sagte, ich, weil ich der Prophet bin, habe ich hier diesen wundervollen Rang und ich möchte hier sitzen, damit man meine Stellung sieht. Nein, als zum Beispiel ein anderes Volk mal in Medina ankam und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam besuchen wollten, so haben sie die Sahaba gefragt, wo ist denn euer Prophet, über den ihr redet? Und dann zeigte der Sahaba mitten in die Menge und sagte, da sitzt er unter den anderen Sahaban, unter den anderen Männern. So. Und dann sagten die von dem Volk, wie kann das denn sein? Ich dachte, das ist euer Prophet. Hat er dann keine besondere Stellung, hat er dann keinen besonderen Sitz, dass er ein bisschen erhobener sitzt? Die kannten das ja von ihren Führern und Herrschern und so. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete ihm dann so, dass das eben nicht ihm gebührt, sodass er sich erhebt über seine islamischen Brüder, muslimischen Brüder. Und dementsprechend diese Eigenschaft, die kann man sich auch aneignen, oder das kann man sich auch anschauen und vielleicht auch irgendwie Analogieschlüsse ziehen zu anderen Situationen, jetzt nicht nur ums Sitzen. Aber das soll trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass man trotzdem gewisse Menschen selber ehren soll. Weil mir fällt gerade nämlich ein, wie respektlos ich das finde, wenn zum Beispiel, wenn Familien im Auto sitzen und irgendwo hinfahren wollen und die Kinder irgendwie nicht verstehen, auch wenn das eigentlich völlig banal ist, aber dass man den Vater oder die Mutter vorne sitzen lässt. Es geht nur um diesen Respekt. Egal, es ist vielleicht auch manchmal eine Respektform, die Person hinten sitzen zu lassen, aber im Endeffekt, oder durch die Tür treten zu lassen. Wir sollten selber nicht darauf bestehen, als die Person zu sein, die zuerst durch die Tür geht, die vorgeht oder die vorne im Auto sitzt. Aber wir sollten darauf achten, dass wir die Menschen, die wir respektieren und ehren, wie zum Beispiel unsere Eltern oder andere Erwachsene oder Ältere, dass wir das eben denen gegenüberbringen. Wie gesagt, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir sollten es nicht für uns beanspruchen, aber für andere sollten wir diesen Weg ebnen. So, dann will ich zwei kurze Stories erzählen zu seinem Umgang in den Menschen. Es gibt sehr viele Geschichten dazu. Es gibt wunderschöne Geschichten, viele Geschichten. Ich habe mir jetzt erstmal nur die zwei ausgepickt, weil sie beide um etwa dieselbe Sache sozusagen gehen. Also ungefähr dieselbe Sache. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaban war, kam ein Mann und brachte seine Trauben. Er brachte seine Weintrauben sozusagen und hat sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeboten zum Essen. So. Und der Prophet hat sie probiert, hat sie gegessen und hat all diese Trauben zu Ende gegessen von diesem Mann. Also er hatte so einen Strauch dabei und hat sie alle zu Ende gegessen und hat dabei gelächelt. Und als dieser Mann wieder wegging, fragten die Sahaba und sagten, warum hast du das gemacht, warum hast du uns nicht mit angeboten? Der Mann hat die Trauben gebracht, normalerweise bietet es uns immer an, wenn jemand das bringt, und hier hast du es gar nicht angeboten. Er sagte, ja, die Trauben waren nicht besonders süß und ich wollte nicht, dass wenn ihr seine Trauben isst, dass ihr mit ihm nicht so verfährt, wie ich es getan habe. Denn ich habe ihn angelächelt, ich habe ihm ein gutes Gefühl gegeben, dass er sich freut. Und ich hatte befürchtet, dass irgendeiner von euch vielleicht das verkennt und so ein bisschen verbittert guckt, ja, oder diese Bitternis in seinem Gesicht zu sehen ist und dieser Mann dann traurig wird, dass seine Trauben nicht so süß waren. So, schaut mal, wie feinfühlig er umgeht mit den Menschen. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt so viele Beispiele, wie feinfühlig er mit den Menschen war. Jetzt die andere Geschichte, die auch um Trauben ging. Ein anderer Mann kam und bot ihm, beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wa sallam stand mit Trauben dort unter den Sahabern und er hat die Trauben von unten gegessen. Er hat angefangen, von dem Strauch von unten zu essen. Und die Sahaba fragten ihn, Rasulallah, hat das eine besondere Hikma, dass du die unteren Trauben zuerst isst? Er sagte, ja, weil die oberen Trauben die süßeren Trauben sind. Und ich möchte, dass wenn jemand dazukommt und auch Trauben möchte oder ich ihm Trauben anbieten möchte, dass er die süßeren bekommt. Schaut diese Feinfühligkeit an. Normalerweise, wenn wir Trauben auf dem Teller haben, wir essen einfach quer, kreuz und quer von überall, rechts, links, egal was da ist. So, aber schaut mal, wie feinfühlig das ist. Und wer weiß, wie groß der Unterschied zwischen der Süße ist von oben und unteren Trauben. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war sehr feinfühlig und hatte sehr viel Weitsicht in allen Belangen. Und deshalb ist das manchmal verwunderlich für mich, wenn ich manchmal sehe, was Menschen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam unterstellen. Auch aus unseren Reihen, was sie manchmal unterstellen, dass er nicht diese Weitsicht und Dinge hatte. Wobei er sehr feinfühlig und sehr weitsichtig war. Das dazu. Dann auch eine andere Eigenschaft, die vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzählt werden muss, ist, dass er auch ein sehr spaßhafter Mensch war. Viele Menschen glauben, dass er einfach nur stocktrocken war, so beziehungsweise sehr, sehr harsch war. War er nicht.
Er musste ja eine wichtige Botschaft rüberbringen, aber es war wichtig, dass er diese Botschaft auch sympathisch rüberbringt. Er war auch ein spaßiger Mensch. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, dass da war eine alte Frau, eine ältere Frau, und er sagte, im Paradies werden nur junge Menschen sein. Und diese Frau wurde traurig und sagte, ja, Rasulallah, das heißt, ich komme nicht ins Paradies? Und er sagte, nein, du kommst auch ins Paradies, doch du wirst ein junger Mensch sein, wenn du ins Paradies gelangst. Also er hat das in diesem kurzen Moment, ihr diesen leichten Schock sozusagen verpasst, oder so, diese Trauer versucht zu bringen, beziehungsweise sie so ein bisschen mit ihr diesen Spaß zu machen. So, im Endeffekt, das war so die Eigenschaft des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er mit den Menschen auch spaßig umging. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, dass er mit Imam Ali alaihi salam saß und Imam Ali alaihi salam aß Datteln, und er hat diese Datteln gegessen und diese Kerne hat er vor den Propheten gelegt. Ja? Er hat die Datteln dahin gelegt. Und am Ende sagte der Prophet, sagte Imam Ali alaihi salam sozusagen so, wie viel isst du denn? Guck mal, wie viele Datteln du gegessen hast. Was bist du so ein Mensch, der so viel isst? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, viel ist derjenige, der die Datteln auch noch mit den Kernen gegessen hat. So antwortet ihm sozusagen, du hast auch gegessen, aber du hast sogar die Kerne gegessen. So, normalerweise kennt man das sogar nicht, oder stellt man sich das gar nicht so vor, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war auch ein spaßiger Mensch. Diese Eigenschaft sollten wir innehaben. Imam Ja'far al-Sadiq alaihi sallam sagt nicht umsonst, dass man den Spaß untereinander fördern soll, weil das die Brüderlichkeit fördert. Man soll nicht einfach nur stocktrocken miteinander sein und böse gucken und durch die Welt laufen. Nein, man soll ein spaßiger Mensch sein. Was aber wichtig ist, auch beim Spaß immer die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Nächste Eigenschaft, über die ich sprechen möchte beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, bevor ich gleich auch zum Ende komme, ist die Liebe zu seiner Frau. Viele Männer heutzutage, sie schämen sich darüber, wenn sie eingestehen müssen, dass sie ihre Frau lieben, wenn sie irgendwie romantisch sein müssen gegenüber ihrer Frau. Tatsächlich war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehr stolz darauf, dass er so eine Frau hatte wie Khadija. Und er liebte sie sehr. Und er sagte, dass die Liebe zu Khadija eine Gabe von Allah ist. Eine Versorgung durch Allah ist für ihn. So, das dazu. Und wir wissen auch, dass als sie starb, er sehr traurig war und er das Jahr, das kommende Jahr, das ganze Jahr zu Arm al-Huzn genannt hat. Und er die Frauen der Sahaba gefragt hat, warum weint ihr nicht um Khadija? War sie denn keine von euch? So, er hat die Menschen, er hat die Sahaba und die Frauen dazu ermutigt, für Abu Talib und auch für seine Frau in diesem Jahr zu weinen und anzuerkennen, welche Stellung und welchen Rang sie hat. Das zu der Liebe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu seiner Frau. Und zum Ende hin möchte ich einfach nur sagen, dass wir diese Eigenschaften, gerade in Anbetracht der Umstände, die wir aktuell erleben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verunglimpft wird in vielen Medien. Und ihr kennt ja die ganzen unsinnigen Karikaturen, die es über ihn gibt. Oder die ganzen sozusagen Unterstellungen. Ja? Ich möchte sie jetzt gar nicht erwähnen, weil es ist eigentlich sehr, sehr traurig, wenn ich diese erwähne und sie nochmal Erwähnung finden. Aber es gibt Unterstellungen, es gibt Geschichten, die einfach nicht stimmen über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sind verpflichtet, dagegen aufzuklären. Lasst uns diese Geschichten über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam so vielen Menschen erzählen, wie wir können. Lasst uns immer wieder Salawat deutlich sagen, wenn wir über den Propheten reden, oder wenn wir ihn erwähnen, damit die Menschen erkennen und sehen, wer ist denn das, über den sie, oder ja, diesen Segensgruß sagen, wenn sie ihn erwähnen, wenn sie ihn erwähnen und über ihn sprechen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Respekt immer wahren, diese Liebe immer wieder deutlich machen und zeigen und uns so abgrenzen von Leuten, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gleichgültig ist oder sie ihn vielleicht gar nicht kennen und beziehungsweise Gott bewahre, sogar Lügen über ihn erdichten. Deshalb, es gibt einen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagt, gesegnet ist derjenige, der meine Worte hört, sie aufzeichnet und anderen übermittelt. Es gibt eine Menge Ahadith, eine Menge Aussagen, eine Menge schöner Geschichten über den Propheten, über die A'imma generell aus dem Islam. Und wir sollten uns das zur Pflicht machen, viele davon selber anzuhören, ja, sie zu verinnerlichen und in unserem Leben einzuführen, aber auch den Menschen mitzuteilen. Heutzutage, wenn man schaut auf Social Media, viele Menschen posten so viele Sachen. Es wäre schön, wenn wenigstens 10% davon vielleicht auch mal so islamische Posts wären. Dann würden wir eine Menge Lohn für Yawm al-Qiyamah inshallah aufbauen. Und allein wenn man darüber nachdenkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, für einen Subhanallah, wenn jemand einmal Subhanallah sagt, so wird Allah ihm im Paradies einen Baum pflanzen, dann kann man sich vorstellen, welchen Lohn es hat, wenn man noch mehr tut, als nur Subhanallah zu sagen, sondern auch solche Worte des Propheten, solche Eigenschaften
vermittelt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawatu Muhammad wa ahli bayti Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.